Ja, sehr gruselig finde ich das jetzt aber noch nicht. Gibt's da wenigstens so ein paar Jumpscares? Ja, das ist eher so ein subtiler Grusel, den man eigentlich kaum merkt. Also, Da sind wir wieder mit Cthulhu und heute wird noch ein bisschen mehr passieren im Zug. Ich denke, ich muss nicht so viel wiederholen, weil noch nicht so viel passiert ist. Und ja, ich sag einfach jetzt mal viel Spaß und bleib geil. Halt mal's kurz. Ja, ich trinke meinen Kaffee aus. Bedanke mich nochmal sehr höflich bei dem Herrn Kranberg. Wünsche ihm noch eine schöne Weiterreise und wir sehen uns bestimmt noch ein paar Mal hier. Und gehe dann wieder in meinen Abteil zurück. Ja, okay. Wann wollen wir denn essen? Ich denke, also wir sind jetzt gerade eingestiegen, wir sind jetzt seit 2 Stunden unterwegs, Ja, aber es ist halt ungefähr, schon ne? halb sieben, ne? Deswegen Ja. frage ich. Eine Stunde ungefähr. Okay. Ich weiß ja nicht, wann bei dir das Sandmännchen kommt. Dann, wenn ich kann, quasi. Okay. Ja, wir fliegen auch nachts manchmal. Das ist halt. Kennst das doch? Vollkommen korrekt, das klang nur so ein bisschen komisch. Was du wieder denkst. Weiß nicht, wann bei dir das Sandmännchen kommt, das war schon ein bisschen okay. Und dann, wenn ich kann. Ja. Yes. Nee, das ist okay. Das Schlimmste ist, also du hörst das Tuten und dieses Fahrgeräusch ja auch, ne? Super nervig. Extrem. Ich habe jetzt mit zwei verschiedenen Leuten darüber gesprochen und sie hören es einfach nicht. Als ob die alle Tomaten auf den Ohren hätten. Was denn für verschiedene Leute? Eine Zugbegleiterin, Tuse hinter der Theke und netten alten Herrn mit einer Zigarre. Der war ganz nett. Okay, du hast Hast du schon mal also. von Kranberg GmbH gehört? Was soll das sein? Die stellen Hammer her. Okay. 160 Mann Betrieb. Ja, jetzt wo du sagst, Kranberg, die stellen Hammer her. Mensch, im Baumarkt suche ich immer. Ich möchte bitte einen Kranberghammer. Das sind einfach die besten. Nein? Ja gut, ich auch nicht. Aber ich habe den Geschäftsführer gefunden, getroffen. Toll, er gibt dir einen Hammer zur Sonderkondition, aber um darauf zurückzukommen. Du hast jemanden gefragt, der dir nichts sagen wird, weil er hier nur mal Zugbegleiter ist und deswegen alles unter den Teppich kehrt und einen alten Mann, der nichts mehr hört. Der macht einen ganz fitten Eindruck auf mich. Das ist ein Widerfangen. Was hast du gesagt? Sagt es, ist wieder lautes Kinderlachen, es sind drei Kinder, alle drei Oh, diese zumindest Plagen. Gehör, also so vom Hören her im Alter zwischen 5 und vielleicht 7 Jahren oder 4 und 7 Jahren. Also Ich guck Kindergarten mal bis auf den Anfangsschule. Flur. Du siehst, jetzt, wenn du auf den Flur guckst und nach rechts schaust und nach links schaust, gerade links in Richtung des nächsten Abteils quasi eine Tür zu schlagen. Na, wenn dich das zu sehr belästigt mit den Kindern, wäre das sicherlich was, worum Frau Müller sich eigentlich mal kümmern könnte. Finde ich auch. Dann solltest du wohl mal zu ihr hingehen. Ich dachte, du willst den Spaß für dich allein. Nein, Quatsch. Wir müssen uns das ein bisschen teilen. Sagst du, sonst wirst du komplett genervt von Design oder was? Nicht doch, du wirst auch was abhaben. Außerdem, mich nervt es nicht und ich werde nicht diesen ganzen Weg durch diesen Scheißzug wieder davor laufen. Am Ende sehe ich noch Herr Kranberg und der wird erkennen, dass ich einen Konkurrenzhammer zu Hause habe und auch nicht benutze und oh, das wäre nicht gut. Was du zu Hause für Hämmer hast, will ich gar nicht wissen. Ich gehe ja schon. Gut, du trittst auf den Gang hinaus und gehst in Richtung der Lok. Auch du kommst irgendwann an diese Tür. Nur für autorisiertes Personal.
Ich bin Pilot, ich bin autorisiert. Ich klopfe halt an. Nichts geschieht. Ich klopfe ein bisschen lauter. Bei dem Lärm hört man sowieso nichts. Nichts geschieht. Ich mach die Tür auf. Dort steht eine Person. Es könnte Frau Müller sein, es könnte sie auch nicht sein. Sie trägt eine Uniform der Deutschen Bahn, also diese blaue Uniform. Du der siehst Deutschen ein, Bahn, nicht der... Du siehst ein übergroßes, dieses rote DB-Abzeichen. Siehst du übergroß, also wirklich übergroß auf ihrer Schulter prangen. Sie trägt auch ein blaues Häubchen. Und ja, ihre Gesichtszüge haben sich verändert. Sie hat zwar immer noch ungefähr ihr Alter, also das, was sie vorher hatte. Die Gesichtszüge sind leer. Und sie schaut dich an. Guten Tag. Wünschen Sie einen Kaffee? Nee. Hatten Sie nicht andere, eine andere Uniform an? Egal, geht mich auch nichts an. Nee, aber die Kinder auf dem Flur, die nerven. Können Sie das irgendwie unterbinden? Vielen Dank, dass Sie sich für die Deutsche Bahn entschieden haben. Wir sind nicht in der Deutschen Bahn. Wünschen Sie einen Kaffee? Ich wink ihr mal etwas entgegen, also so mit der Hand so vor ihrem Gesicht. Möchten Sie Milch und Zucker? Hallo, schnipp, schnipp, also ne, zweimal so, einmal links, einmal rechts, so. Sind Sie noch da? Vielen Hallo. Dank, dass Sie sich für die Deutsche Bahn entschieden haben. Wollen Sie mich verarschen? Wer sind Sie und was zum Teufel soll der Scheiß? Ich guck mich mal um, ob es hier irgendwo versteckte Kameras gibt. Nein, du hast hier einen... So, du, das ist quasi sowas wie ein etwas größeres Abteil. Also du hast hier auch zwei Betten und zwei Stühle. Und ja, auf diesem kleinen Tischchen, das zwischen diesen beiden Stühlen steht, also es ist auch so ein ausklappbarer Tisch und diese Stühle sind, also es sind quasi auch so Sessel, die da fest installiert sind. Also Sitze, die da fest installiert sind. Ansonsten hast du da ein Regal, das sind so ein paar Kleinigkeiten da, aber sonst kannst du nichts erkennen. Und diese komische Fratze da, also die hat total Gesichts-, also einen leeren Gesichtsausdruck, völlig groteske Uniform an. Okay. Ich zieh die Stirn in den Falten. Gott, ist ein schlechter Witz. Mach die Tür wieder zu. Also doch durchaus ein bisschen lauter. Weil ich genervt bin von dieser Scheiße. Und mach mich dann auf ein bisschen weiter geradeaus ist der Schaffner, ne? Ah ne, da komme ich ja wahrscheinlich nicht hin. Der Zugführer quasi, der wäre jetzt als nächstes dran. Ja, dann nach dahin, ich beschwere mich. Von Chef eines großen Gerätes zum anderen Chef eines großen Gerätes und dann kann man da wohl miteinander reden. Ich gehe zum Zugführer. Die Leute gehen mir auf den Sack. Ja, du öffnest auch die nächste Tür. Da kommst du in das Zugführerabteil und dort sitzt ebenfalls ein Mann in einer blauen Uniform mit einem übergroßen DB-Zeichen und starrt nach vorne.
Hat seine Hand an so einem Hebel, ich glaube, die haben noch Hebel in Zügen. Hat seine Hand an so einem Hebel, also einem übergroßen Hebel mit einem roten Knauf oben. Ja, der Totmannschalter. Hallo? Sie Hallo? haben hier keinen Zutritt. Ja, Ihre Zugbegleiterin will mich verarschen. Die Bezahlung ist unzumutbar. Finde ich auch, deswegen mache ich Ihren Job nicht. Können ja wieder streiken, wie sonst auch immer. Können Sie das mit Ihrer Zugbegleiterin irgendwie klären? Ich lenke den Zug. Das ist toll. Gibt's noch was anderes? Sie haben hier keinen Zutritt. Hat ja auch so einen so einen leeren Gesichtsausdruck? Ja. Gott, ich verdrehe ganz, also ich verdrehe wirklich die Augen und knall auch diese Tür wieder hinter mir zu. Scheiß Laden. Sie Geh ist dann weg. zu. Sie ist weg. Wer die Tür? Die Frau. Frau Müller. Ja, das würde ich ja nicht sehen. Ich habe ja die Tür geschlossen. Ach so, du bist da jetzt auch wieder rausgegangen. Alles Ja, klar. genau. Und würde dann wieder zurück in mein Abteil gehen, um, also, ich habe Hals. Ich stampfe zurück quasi, also ich bin ziemlich sauer, stampfe zurück Richtung mein Abteil. Ja, du kommst an. Du öffnest die Tür. Herr Geißler sitzt noch immer in eurem Abteil. Also, Hans, was ist das hier für eine Scheiße? Warte, warte, er baut gerade Papierhüte aus der Zeitschrift. Wieso? Willst du mich verarschen? Ihr könnt die Kameras wieder abbauen. Es ist mir scheißegal. Hey, es dreht sich nicht immer nur alles um dich und deine fotogene Seite. Hat sie nicht die Kinder zur Ruhe gebracht oder was? Alter, die stand in einer deutschen Bahnuniform vor mir, völlig gesichtsleerer Ausdruck und wiederholt immer nur dieselbe Scheiße wie ein Automat. Also, was soll das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Das erinnert mich an das Dieses eine gottverdammte Fach. Mal, als jemand mich verarschen wollte und er hat es echt schlecht gemacht, so wie du jetzt. Was ist denn? Mach mal, komm. Hat dein Die Pilotencharme bei ihr nicht angeschlagen? Frau ist komplett gar nicht zurechnungsfähig gewesen. Also das war irgendeine richtig schlechte Story. Irgendwo müssen Kameras versteckt sein, weil so schlecht, aber wirklich selbst die Uniform völlig grotesk und der Gesichtsausdruck völlig leer und dann immer nur, möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie Milch und Zucker? Möchten Sie einen Kaffee? Vielen Dank, dass Sie mit der Deutschen Bahn gefahren sind. Wir sind nicht mal in der Deutschen Bahn. Verdammte Scheiße. Deswegen fliege ich. Hast du getrunken? Leider nicht. Und der Schaffner ist genauso bescheuert. Du warst beim Abgestellt. Schaffner drin. Ja, der kann nur seinen Knopf drücken, völlig geistig behindert. Und der hat dich nicht sofort rausgeschmissen. Warum denn? Na, weil du davon nichts zu suchen hast? Ja, ich habe keinen Zutritt, hat er auch gesagt. Aber der hatte genau, ne, auch wieder Deutsche Bahn, bla bla, völlig gesichtsleer, die Visage. Und sagte so, ja, ich lenke den Zug. Das war so mehr oder weniger seine komplette Kernaussage. Er kann nicht mehr mit dir reden. Er hat wahrscheinlich auch schon ein oder zwei von den Leuten mitgenommen. Willst du mir unterschwellig sagen, dass du so weit über deren Niveau bist, dass du ihre einfache pöblische Sprache nicht verstehst und ich mich darum kümmern muss? Oder was willst du mir gerade erzählen? Dass die da hinten irgendeinen schlechten Film drehen. Ich habe keine Ahnung, was mit denen los ist. Also wenn das irgendein Joke sein soll, in dem du eingeweiht bist, herzlichen Glückwunsch, wir können ihn beenden. Ich habe darauf keinen Bock. Was hast du denn damit? So eine Scheiße macht keiner. Erstens ist das total 80er und zweitens würde ich mir nie so viel Arbeit machen, um dich zu verarschen. Danke. Gott, also den Scheiß brauche ich wirklich nicht. Nein, also die da hinten schieben auf jeden Fall irgendeinen komischen Film, um irgendwelche Leute zu verarschen. Ja, das
kennt man ja. Du bist doch auf dem Weg durch den Speisewagen gekommen. Nein, ist ja nicht der Speisewagen, ist in einer anderen Richtung. Ach so, genau. Ich dachte, ach so. Nein. Wusste ich natürlich. Nee, das war mir ja klar. Ja, ja, der Speisewagen ist in die andere Richtung. Easy. Ja, nee, okay. Das, Nee. Ja, was, nee? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin mir immer noch nicht ganz im Klaren. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, lass uns essen gehen. Ich hoffe, die ziehen da hinten nicht dieselbe Scheiße ab. Klingt überzeugend. Lass uns was essen gehen. Ja. Ja, ihr geht aus dem Abteil raus. Ich möchte mich so ein bisschen näher an Norbert, oh Gott, ein bisschen näher vorbeigehen und mal schnuppern, ob er was gesoffen hat. Nein, ich stelle mich nicht vor ihn und rieche an seinem Atem, aber ne? Du riechst ein bisschen Zigarettenrauch und vielleicht ein Nuance an Kaffee. Gut, ich rieche also Zigarettenrauch. Und etwas Kaffee. Das riecht man nicht. Nicht nach einer Kippe. Ja, ab zum Dings, ne? Ab zum Speisewagen. Norbert ist komisch geworden. Ja, ihr macht euch auf. Also bei den Abteilen, an denen ihr jetzt vorbeikommt, die Gardinen sind geschlossen. Größtenteils, nicht alle. Immer wenn sie nicht geschlossen sind, auf jeden Fall reinspannen. Du siehst in dem einen, da siehst du zwei ältere Damen, die stricken. Mhm. Dann, und in dem zweiten siehst du eine Schaufensterpuppe sitzen. Ich bleibe stehen. Ich lauf dir hinten rein. Ah nee, warte, du bist hinter mir. Okay. Dann, was ist denn jetzt? Nur eine Schaufensterpuppe. Ja, da sitzt nur eine Schaufensterpuppe. Sind die Abteile, die sind nur numerisch gekennzeichnet, ne? Ja. Ich gehe zwei Schritte zurück, was gibt's denn da? Und dann schaue ich dann auch da rein. Auch du siehst eine Schaufensterpuppe in einem grauen Anzug. Hat sie wenigstens Gepäck? Du siehst oben auf der Ablage einen alten Lederkoffer. Auch der Anzug, du hast ja ein gewisses Gespür für Kleidung, scheint schon älter zu sein. Er ist ein kleines bisschen, also er sieht gebraucht aus, aber nicht, aber gut behandelt, sauber und nicht gepflegt, nur einfach ein kleines bisschen gebraucht. Und es ist so ein Standardanzug, den man vor längerer Zeit getragen hat. Okay, wir reisen also auch noch zusätzlich mit einem Perversen. Toll. Ja. Weil ich gucke. Weißt du, warum ich lieber fliege? Yep. Nur Bekloppte. Sag mal, haben wir überhaupt am Bahnhof jemanden gesehen mit einer bekackten Schaufensterpuppe? Nee, das wäre mir aufgefallen. Okay, der Zug stand schon ein bisschen länger da, bevor wir ankamen. Nehme ich an, oder? Ja, ja. Ja, ja, der stand da schon. Wow. Es gibt solche Freaks. Stell dir mal vor, jemand Nein, fliegt? Nein, das werde ich einfach nicht tun. Ja, ich werde dir das nicht vorstellen. Buch bei uns im Flug mit sich und seiner Schaufensterpuppe auf dem zweiten Sitz. WTF, Mann, warum? Nee. Wir essen jetzt was. Ja. Was gibt's denn heute ausgeguckt? Das, was wir bestellen? Ist doch so, oder? Du hast schon eine gewisse Auswahl. Ja, ja, du hast schon eine gewisse Auswahl. Also jetzt nichts so hochkulinarisches, aber schon ein Salat. Ich guck mal kurz auf mein Handy, weil ich habe da, mit Sicherheit habe ich mir die, das ist nämlich das Erste, was man bei sowas macht, ich habe mir die Speisekarte quasi fotografiert und auf meinem Handy geladen. Quasi, also, ne? Als Foto auf dem Handy habe ich die Speisekarte. Ich guck mal, was es denn zu essen gibt.
Ja, du hebst dein Handy an und Bildfunktionen, nee. Akku leer. Nee, das Akku ist nicht leer. Das Akkuzeichen siehst du einfach nicht. Also das Licht leuchtet schon. Ah, Nein, er hat sein Akku Handy leer. geschrottet. Ja, ich glaube, das Akku ist leer. Ich habe den Hotspot die ganze Zeit an und schon seit einer langen Zeit nicht mehr an einer Steckdose. Zum Glück haben wir jemanden Vernünftigen, der sein Handy nicht so viel benutzt. Außer für WhatsApp und Facebook. Na also denn, heute gibt es zur Auswahl. Ist jemand Handy? Ja. Na, auch du schaust auf einen Bildschirm. Na? Neustart. Es geht nicht mehr an, wenn du es einmal ausmachst. Selbes Problem? Zu viel Nein, es geladen, kann ne? nicht dasselbe Problem sein, weil ich ein iPhone und du iPhone. Ich hast. habe ein Samsung Galaxy S4. Und du bist einfach Nein, scheiße, deswegen ist das schon mal S6. nicht dasselbe Das Problem. neueste. Natürlich das neueste Herr. Ja. Cool. Es ist ein S6er. Entschuldigung. Die Kacke funktioniert nicht. Warum geht die Kacke nicht wieder an? Gibt's an so einem Handy überhaupt noch einen Reset-Knopf? Ich fürchte bestimmt nicht. Nee, an und aus und gib mal her. Gott, ich bin ohne Handy unterwegs. Ja, ich resette sein Handy quasi, indem ich quasi beim iPhone ist es, glaube ich, wenn du oben drauf drückst und dann die Starttaste 3 Sekunden lang drückst, dann resettet sich das Ding komplett. Ja, wenn du da drauf drückst, klingelt es. Also, kennst du noch dieses ganz alte Telefonklingeln bei den Telefonen mit Wählscheibe? Ja. Dieses Geräusch macht es. Alter, du hast voll den beknackten Klingelton hier. Das ist nicht mein bekackter Klingelton. Mein Klingelton ist Anaconda, oder? Das hätte ich nicht sagen sollen. Das ist noch viel schlimmer. Mann, irgendein. Joachim, irgendeine Kack-Wix-App runtergeladen. Jetzt ist das Ding Schrott! Okay. Das Hast du stört noch mich nicht. Garantie drauf? Ja, und das stört Schick's mich auch ein. nicht. Denn. Ich kam auch früher ohne Handy aus. Wir gehen einfach da vorne hin und gucken uns da vorne die Speisekarte an. Yep. Ihr betretet den Und Speisewagen. ihr könnt euch alle mal hart ficken. Es hat sich ein Geruch im Speisewagen breit gemacht. Das ist eine Mischung aus Zigarettenrauch, also aus Tabakrauch vielmehr. Also ich weiß nicht, ob das anders riecht, aber so ein bisschen Zigarre, das riecht man ja immer noch raus. Zigarre und Pfeife riechst du auf jeden Fall raus. Genau, Also gerade Zigarre, Pfeife ist ja geil. beides sogar so ein bisschen. Es ist nicht verraucht, man riecht es nur so ein bisschen. Und dann nach einem, ja, es riecht eher so ein bisschen wie Eintopf oder sowas. Wenn ihr euch umschaut, das Licht ist an. Es sitzen auch noch Personen da. Eine Frau mit einer anderen jungen Frau, die sich angeregt unterhalten, zwischendurch ein bisschen kichern. Dann siehst du Schaufensterpuppen sitzen, in einem Vierertisch, 4 Schaufensterpuppen, wovon 3 Männer sind, die genauso aussehen wie die Schaufensterpuppe in dem Abteil. Eine weiblich angezogen in einem Kostüm, einem grauen Kostüm, ähnliche Farbe, ähnlicher Zustand, nur ein weiblicherer Schnitt. Auch das scheint etwas altbacken zu sein, aber schwer zu sagen, aus welcher Zeit es jetzt genau kommt. Ich beug mich quasi zu Hans rüber und flüster ihm so rein. Alter, die ziehen hier wirklich so eine komische Scheiß-Verfilmung-Scheiße ab.
lass uns die mal völlig poppen und da einfach nicht mehr drauf eingehen. Wir ignorieren das jetzt einfach komplett. Dann gibt es noch diese Familie, die du vorhin schon gesehen hast, die dort immer noch sitzt. Die Mutter, die jetzt, das hatte sie vorher nicht, sie hat vorher einen Pferdeschwanz, jetzt hat sie blonde, schulterlange Locken, die sie hinten mit einer Spange zusammenhält und trägt ein weißes Kostüm, während der Mann einen dunklen Anzug trägt, aber eine Art Reiseanzug, und der Junge einen braunen Anzug mit einer Krawatte, auch einen Reiseanzug, der hat aber halt noch diese Patches an den Ellbogen. Und die Tochter trägt ein rotes Kleid. Also so eine Art Kleidchen halt, so knielang und lange weiße Kniestrümpfe dazu. Sie sitzen dort vor ihrem Essen und tun sonst nichts. Sie unterhalten sich nicht, sie sitzen einfach dort. Sind das die Russen? Nein, das ist eine andere Familie. Ich gehe dahin. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Die Mutter blickt auf, schaut dich kurz an, schaut dann zu ihrem Sohn. Klaus sitzt still, mit dem Essen spielt man nicht. Okay. Ich nehme mir das Essen weg. Ich fange an zu kichern. Ihr? Ihr. Sie reagiert nicht darauf. Der Vater schaut jetzt seine Frau an. Das wird ein schöner Aufenthalt. Ich werde etwas davon essen. Was du dort auf dem Teller siehst, ist ein, also was du erstmal siehst, wenn du es in der Hand hast, es ist ein so eine Art Bockwurst und Kartoffelsalat. Wenn du etwas davon in den Mund tust, schmeckt es wie Pappe. Also wie wenn du Papier essen würdest. Es schmeckt wie Zugessen. Toll. Nee, es schmeckt wirklich wie Papier oder Pappe. Gut, ich werde es wieder auf ihren Teller spucken. Die reagieren immer noch nicht, oder? Nein. Hallo? Also ganz ehrlich, das ist wahre Kunst. Das ist Wahnsinn. Das ist super. So gut in der Rolle zu bleiben, Wahnsinn. Ich habe eine Frage, sind Sie bescheuert? Ignoriere sie einfach, die werden nicht aus ihrer Rolle fallen. Ich meine, die fallen was nicht mal. Was für eine Kackrolle? Was denkst du eigentlich, wo wir hier sind? In der gottverdammten Live-Show oder sowas. Mariechen, benimm dich. Für uns beide eine Live-Show. Du warst doch seit keine 50 Ahnung. Jahren tot. Was denkst du denn, was das hier sein soll? Sonst. Gib mir mal eine plausible Erklärung, ne? Ja. Ja, siehst du? Sie sind. Also spielen wir jetzt einfach mit. Sehr. Komm, lass uns was essen. Deutsch. Es schmeckt scheiße. Hier. Ja, ich meine was anderes. Hier gibt dir einen Teller. Vom Sohn. Was hat der so? Keine Ahnung, warte mal kurz. Ah, falscher Knopf. Vom Sohn? Hm. Sie. Nur wenn er was anderes hat. Ja, er hat eine Suppe vor sich stehen. Ja, dann kriegt er Suppe. Sie wendet den Kopf zu dir. Klaus sitzt still, mit dem Essen spielt man nicht. Okay. Erstmal gebe ich den Teller ab, halt mal. Du hast, Moment, du hast jetzt immer noch den Teller vom Sohn, nicht wahr? Ja, natürlich. Nee, den habe ich jetzt. Sie steht auf, kommt auf dich zu. Ich drücke den Teller in die Hand. Gut, wir können uns jetzt also unterhalten, das ist schön. Sie nimmt den Teller entgegen,
greift dich oben an der Schulter. Also so da, wo der Ansatz zwischen Schulter und Nacken ist. Ich versuche mich da rauszuwinden und hey, Finger bei dir lassen. Ihr Griff ist sehr hart. Klaus sitzt still, mit dem Essen spielt man nicht. Ich schlag ihr die Hand von meiner Schulter. Zu Not auch ein bisschen mit stärkerer Gewalt. Okay, du schlägst ihre Hand weg. Jetzt steht der Vater auf. Klaus, so redet man aber nicht mit seiner Mutter. Willst du mich verarschen, alter Mann? Gott, lass uns zum Tisch gehen. Das geht mir einfach. Nee. Ich gehe. Hast du. Den Teller hast du jetzt zurückgestellt, ne? Ja, den Teller habe ich ihr zurückgegeben. Okay. Sie setzt sich wieder hin. Auch der Vater setzt sich wieder hin. Und ihr geht weg. Vorbei an zwei weiteren Schaufensterpuppen. Nein, ich habe mir das gerade nochmal intensiv durch den Kopf gehen lassen und bin nicht einverstanden. Das heißt, ich werde jetzt bei dem Vater einen Flutschfinger im Ohr machen. Ich bin mit der Situation nicht zufrieden, liebe Spielleiterin. Das ist in Ordnung. Du musst mit der Situation nicht zufrieden sein. Und ich werde meine Mittel ausschöpfen. Meine Mittel sind auf Finger und Speichel im Wesentlichen begrenzt. Ernsthaft? Ja. Also wenn du das machst, Vicky, dreh mich um, guck dich an. Ernsthaft? Ja. Also ganz ehrlich? Die Mutter schaut dich an. Klaus, sitzt still, mit dem Essen spielt man nicht. Wenn überhaupt, Hans, dann habe ich kein Essen. Ich sitze, kann sowieso nicht sitzen, ich gehöre nicht zu Ihnen. Können wir uns nochmal unterhalten? So genau. Redet man aber nicht mit seiner Mutter. Ja, aber du bist nicht meine Mutter, Schreckschraube. Das hat der Vater gesagt. Das ist nicht meine Mutter, Wichser. Er greift dich blitzschnell und zieht dich zu sich herunter. Wow. Leg dich übers Knie. Ich möchte mich wehren. Und ich versuche zu intervenieren und ihn davon abzuhalten. Zur Not kriegt er einen Schlag ins Gesicht kriegt er nicht, das wäre zu drastisch. So ein, hey, lass ihn los. Ja, Deli, du bist zuerst dran. Cool. Also ich, ne, schub ihn quasi so, dass er seine Hände quasi von dem Hans nimmt. Und wie machst du das? Also Hans liegt schon quasi auf seinem Bein, richtig? Ja. Dann wird er wahrscheinlich auch seine Hand erhoben haben, gehe ich mal von aus, wenn er den über das Knie legen will. Ja. Dann greife ich mir die Hand, dass ich ihn nicht schlagen kann. Ey, sei mal ganz ruhig. Dann auch irgendwann mal ein Ende dieser Spaß. Mhm. Okay, du greifst die Hand. Ja. Du darfst mal einen W100 würfeln. Und zwar gegen 40. Läuft bei mir. 65, also nicht geschafft. Die Hand sinkt nieder und klatscht auf Hans Hintern. Ist jetzt nicht feste. Sondern so, wie man ein Kind übers Knie legt. Genau. Cool. Ich möchte mich davon losmachen. Okay.
Wenn du mich genau fragst, wie ich das anstellen zu gedenke, dann ich habe gepflegte Zähne und er hat ein Bein. Es bieten sich Kombinationsmöglichkeiten. Ja, nachdem du, wenn du jetzt einfach, du beißt ihn oder du versuchst einfach jetzt dich hochzustemmen. Nein, ich versuche erstmal mich hochzustemmen. Das ist kein Problem, er lässt dich. Er sitzt jetzt wieder ganz normal da. Gut, ich gehe zum Essensausgabefahrzeugpersonal. Ja. Da steht eine junge Frau in einer blauen Uniform mit einem großen roten DB auf der Schulter. Studio. Da, siehst du? Grotesk Uniform. Völlig bekloppt. Norbert, sie Ja, sieht genauso aus wie Frau Müller. Also wie die Frau Müller, die du vorhin gesehen hast. genauso. Genauso. Okay. Auch sie hat eine Haube, auch sie hat braune Haare, die sie hinten zu einem Dutt zusammengebunden hat. Auch sie hat ein Alter, das jetzt schwer schätzbar ist. Das ist irgendwas mittleren Alters. Ihr Gesichtsausdruck ist leer, ihre Figur ist vollkommen unscheinbar. Also sie ist so das 0815-Bild einer Person, einer Frau. Frau Müller, ich weiß, wir hatten keinen angenehmen Start. Haben Sie das beobachtet? Die viel wichtige Frage ist, warum sind Sie nicht eingeschritten? Vielen Dank, dass Sie sich für die Deutsche Bahn entschieden haben. Ha, sie hat wieder denselben Spruch drauf. Nein, wir wollen kein Kaffee. Wem gehören die Schaufensterpuppen? Wünschen Sie Milch und Zucker? Wem gehören die Schaufensterpuppen? Ich gebe dir jetzt gleich einen Kaffee. Wünschen Sie Milch und Zucker? Ich wünsche Milch und Zucker. Sie stellt dir eine Tasse hin, in der sie aus einer Kanne, einer alten Blechkanne Kaffee eingießt. Die ist auch ein bisschen, die ist etwas groß, etwas zerbeult. Dann schüttet sie aus einem Kännchen Milch hinein und löffelt einen Löffel Zucker hinein und stellt dir dann diese Tasse hin. Wem gehören die Schaufensterpuppen? Vielen Dank, dass Sie sich für die Deutsche Bahn entschieden haben. Ich habe mein Ticket nicht bezahlt. Möchten Sie einen Kaffee? Ich bin ein Schwarzfahrer. Vielen Dank, dass Sie sich für die Deutsche Bahn entschieden haben. Ich Cool. poke sie mal in den Bauch. So poke. Die steht hinterm Tresen. Er kann sich doch drüber beugen. Richtig. Das ist Zur richtig. Not poke ich sie etwas höher. Ui, 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 ui. Sie reagiert nicht darauf. Also, die Ich haben pieke echt ihr die ins Auge. Es gibt niemanden, der darauf nicht reagieren kann. Das stimmt. Sie schließt die Augen, öffnet sie dann wieder. Wow. Wir möchten jetzt gern speisen. Möchten Sie einen Kaffee? Ihr möchtet Nein, was zu speisen. essen? Das war cool. Du hast ihr ins Auge gestochen und sie hat Das nicht werden wir reagiert. ignorieren. Wir möchten jetzt gern etwas zu essen. Ist sie Das eigentlich die kannst du doch nicht Einzige einfach da? ignorieren. Ich meine, so gut kann keiner schauspielern. Ist da eigentlich noch jemand anders, der so Essen austeilt, oder? Also es Nein. gibt ja. Okay. Da ist jetzt keiner. Okay. Sieht man irgendwo Essen? Ja, vor den Schaufensterpuppen steht Essen. Aber man sieht nicht, wo es herkommt. Nein. Okay. Okay. Norbert, ich werde jetzt sehen, wem diese Schaufensterpuppen gehören. Willst du ihm Okay. auch ins Auge pieken? Nope. Ich werde die erste Schaufensterpuppe entkleiden. Ja, es reagiert niemand darauf. Okay. Ich werde einen Arm abschrauben. Darauf reagiert niemand. Ich werde einen Kopf abschrauben. Auch darauf reagiert niemand. Ich werde mit dem Kopf eine andere Schaufensterpuppe abwerfen.
Darauf reagiert niemand. Ich werde das Tischtuch mit einem großen Ruck wegzerren, sodass alles auf eine der Schaufensterpuppen fliegt. Es wird nichts geschehen. Ich würde gerne den Tisch umschuppen, allerdings ist der sicherlich festgeschraubt. Ja. Okay. Also, unser Abteil ist jetzt da und ich weiß, das hilft dir unheimlich. Rechts da, nee, links da, warte mal. Auf einer Seite ist der Speisewagen, auf der anderen Seite war dann... Der Speisewagen ist ungefähr in der Mitte des Zuges. Okay. Ihr seid so. Der erste Waggon nach der Lok. Ja. Dann kommt ein zweite Klasse-Waggon, dann kommt der Speisewagen und dahinter sind ist nochmal ein Großraumabteil und nochmal zwei zweite Klasse-Abteile und dahinter ist nochmal so eine Art Gepäckwagen. Ich gehe zum Großraumabteil. Ja. Ich reiße die erstbeste Tür auf. Im Großraumabteil sind ja nur Sitzplätze, ne? Da, die sind dann also nicht für die ganze Strecke quasi gedacht, oder wie, weil die keine Betten haben? Die kannst die Sitze so ein bisschen verstellen, dass du da so ein bisschen quasi drin liegen kannst, aber das ist jetzt nicht so richtig, also so ein bisschen wie im Zug, aber das ist jetzt... Alles klar. Ne? Ist ja, quasi ja. Ein Großraumabteil. Und auch dort sitzen einige Schaufensterpuppen, einige Personen schlafen. Also die sind ganz normal, die schlafen. Ich wecke die erstbeste Person. Forsch. Ja. Ja, du rüttelst so ein bisschen. Der alte Mann schreckt auf. Diesen Schrei hört ihr. Von ihm? Nein. Gib mir kurz 2 Sekunden, um mich zu enttauben. Ja. Toll, wenn man gerade so gar nicht auf den Monitor achtet. Ey, das Ding ist weg. Bam, kommt dieser scheiß Sound. Danke. Es war ein Frauen-Kinderschrei, ja? Es war ein Kind. Das sind die Besten. Von wo? Schwer zu sagen. Von überall. Der Mann, also es ist ein alter Mann, der da sitzt. Hallo? Wenn ihr euch umschaut, ist es wieder alles normal. Auch der Zug klingt wieder normal. Hallo? Ich renne zum Speisewagen. Guten Abend. Entschuldigung, hab ich geschnarcht? Nee, wir haben nur ein seltsames Geräusch gehört und dachten, vielleicht wäre was alles nicht in, irgendwas nicht in Ordnung. Aber dann geht's Ihnen ja wieder gut. Prima. Ruhige Weiterfahrt. Entschuldigung. Ja, vielen Dank, junger Mann. Ja, ich mach die Tür wieder zu. Hier ist ja alles wieder ganz normal. Ja. Okay, und die Leute, die jetzt gerade eben Puppen waren, sind wieder Puppen? Menschen? Ja. Eine Person liegt auf dem Boden und weiß nicht genau warum. Sie rappelt sich gerade auf. Und die Familie unterhält sich wieder angeregt. Ich gehe auch wieder zurück in den Speiseraum. Das Essen, was sie dort stehen haben, ist jetzt auch anderes. Ich habe eine Schaufensterpuppe entkleidet. Ja. Und zerstört. Die bin ich ja zurückgerannt. Die Person, die du zerstört hast, die rappelt sich, wie gesagt, gerade vom Boden auf. Das ist die, okay. Ja, die rappelt sich gerade vom Boden auf. Die du entkleidet hast, zupft sich gerade ihr Sweatshirt wieder zu. Also, ja doch, jetzt ist ihr Sweatshirt wieder zurecht. Mhm. Okay. Ich geh mal zu Hans. Was zum Teufel war das? Nichts. Ich gehe auf die Person zu, die sich das Sweatshirt zurecht gerupft hat. Ja, das ist ein Mann, so um die 30 rum, der da mit zwei Freunden, die eine scheint die Freundin von einem der beiden anderen zu sein, da sitzt. Die haben... Zwei haben eine Flasche Bier vor der Nase stehen, die Frau trinkt Wasser, der Mann neben ihr trinkt Cola. Einen wunderschönen guten Abend, schmeckt's? Hi! Ja. Mhm. Kann ich mal einen Schluck haben?
Stellen Sie sich ein eigenes. Okay. Spielen Sie? Nein. Einer der beiden, den er noch was guckt, halt den anderen an, verdreht so ein bisschen in die Augen und macht so ein bisschen diese Wischi-Waschi-Handbewegung vom Gesicht. Ich gehe zu der Familie. Wie hieß das Kind? Karl, ne? Die Mutter hat es Klaus genannt. Ach, Klaus war es. Ja, Klaus. Klaus und Mariechen. Klaus, mit dem Essen spielt man nicht. Du stehst jetzt direkt am Tisch. Ja. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Sagt die Mutter. Was wollen Sie von meinem Sohn? Ich mach mir einen Überblick über diese ganze Lage. Ja, die Leute sitzen da, trinken, essen. Die Frau, die hinterm Tresen steht, scheint da jetzt auch ein paar Dinge zu ordnen. Sie reibt sich zwischendurch mal die Augen. Okay. Achso, ist das Frau Müller? Nein. Cool. Das ist eine junge Dame mit so Mitte 20, mit kurzen Haaren, mit kurzen, ganz dunkelbraunen bis fast schwarzen Haaren. Einem fröhlichen Lächeln. Ich gehe dahin. Mhm. Ich schließe mich an Hans an und versuche ihn zurückzuhalten, sobald er wieder komische Dinge tut. Hey. Ich bin ja vernünftig. Sie schaut dich an. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, ich habe eine kurze Frage. Kann man das Essen mit in den Waggon nehmen? Selbstverständlich können Sie das. Ausgezeichnet. Ich nehme mein Handy. Ja. Und resette es. Ja, ich gucke auch mal auf Handy. Ist mein Handy wieder an? Ja. Okay. Ich werde also wie ein Mann von Welt auf meinem Handy gucken, was es geben kann und nicht direkt vor mir auf die Speisekarte, weil das viel besser ist. Mhm. Ja, es gibt verschiedene Gerichte, es kommt drauf an, was du möchtest. Ich nehme den Salat. Ja, also du hast hier einen schönen gemischten Salat mit Hähnchen und Ziegenkäse, Verzeihung, und einen Joghurt-Dressing. Ich nehme einen vegetarischen Salat. Du kannst, kannst den Salat auch nur mit Ziegenkäse haben. Ganz ausgezeichnet. Ich nehme das Steak von der Karte. Selbstverständlich. Können wir uns das direkt ins Abteil bringen lassen? Sie können sich das auch selbst, Sie können sich das auch direkt ins Abteil bringen lassen. In welchem Abteil? Ich nenne Ihre die Abteilnummer. Welche Abteilnummer haben wir denn? Ihr habt die Abteilnummer 3. Das mit der defekten Gegensprechanlage. Eine defekte Gegensprechanlage. Haben Sie das schon jemandem gemeldet, oder? Ja, Frau Müller. Dann wird sie sicherlich alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet haben. Ich denke, dass sich jemand darum kümmern wird, sobald wir in Frankfurt halten. Ja, sehr schön, gut. Möchten Sie auch etwas zu trinken dazu haben? Mhm. Ein Bier, bitte. Natürlich. Und Sie? Ich hätte gern... Einen Kaffee vielleicht? Was haben die denn so für Schnaps? Kaffee, Alter. Ja, die haben jetzt nichts Besonderes. Die haben Kräuterschnaps zur Verdauung. Oh Gott, jetzt müsste ich mich besser auskennen. Nein, Moment, ich nehme alles zurück. Eierlikör. Das haben sie. Das dachte ich mir. Also ich nehme bitte ein Eierlikör und dann gucke ich mal, was mit dem Kaffee passiert ist, der mir gerade ausgeschunken wurde, bevor mein Ohr abgefallen ist. Der Kaffee steht auf dem Tresen. Mit Milch und Zucker. Ja. Cool. Den will ich natürlich nicht. Mhm. Dann will ich einfach gehen. Ja, sie macht euch euer. Also, sie macht währenddessen euer Essen fertig. Und ihr geht zurück. Was zum Teufel war das? Nichts. Aha. Nichts. Also ich habe ja viel Nichts in meinem Leben gesehen, aber das Nichts war ein bisschen sehr seltsam. Jetzt pass mal auf. Du machst es gerade nicht besser. Ich liefere dir die einzig logische Erklärung, also hör genau hin, denn ich werde es nur einmal machen.
Da alle anderen nichts hatten, ist die einzig logische Erklärung, dass wir auch nichts gesehen, gehört oder irgendwas anderes haben, weil das sonst heißen würde, dass wir komisch wären. Wir sind aber nicht komisch, was ich mit ziemlicher Sicherheit weiß. Ich kenne uns beide, zumindest mich schon ziemlich lange. Deswegen nichts. Verstehst du? Es gab kein Pfeifen, okay. Und es gab nichts anderes. Wir hatten nichts. Ganz einfach. Mhm. Genau. So. Können wir uns trotzdem gleich in dem Abteil über das Nichts unterhalten? Es ist von der Bedeutung des Wortes Nichts unmöglich, sich darüber zu unterhalten. Okay, gehen wir mal in eine fiktive Situation, wo... Ich habe jetzt keine Lust auf fiktive Fantasiegeschichten. Wo gewisse Dinge passieren, die seltsam waren. Können wir darüber uns unterhalten? Nein, natürlich nicht. Okay. Denn... Sind wir mittlerweile in unserem Abteil angekommen? Ja, ja. Ich probiere die Regensprechanlage, also ob die immer noch diese Knackgeräusche macht, weißt du? Die ist einfach tot. Genauso wie vorhin, nachdem sie geknallt hatte, war sie tot und sie ist immer noch tot. Okay, das ist gut. Pass mal auf. Wenn wir uns jetzt über irgendwas unterhalten, dann wäre es reichlich absurd zu sagen, es wäre nichts. Aber es war ja nichts. Denn offensichtlich ist ja hier alles normal, außer dem bekackten Service, dem miesen Futter, was hoffentlich nicht ganz so scheiße ist, und der Technik. Okay. Ich habe das Gefühl, dass da noch ein bisschen andere Sachen komisch waren. Nein. Du kannst das doch nicht einfach leugnen. Ich wüsste nicht, wovon du sprichst. Und da ich nicht weiß, was ich leugnen sollte... Also, verarsch mich nicht oder ich hau dir ins Gesicht. Junge, ich bin nicht in der Stimmung, dass du mir jetzt ins Gesicht haust. Wieso ist denn nichts passiert? Es ist ja nichts passiert, darum, das versuche ich dir gerade zu erklären. Frag irgendjemanden, ob er in den letzten 15, 20, 30 Minuten etwas Komisches hatte und sie werden sagen, der Typ da mit der geilen Friese, der ankam und eine Scheiße gelabert hat. Dementsprechend war auch nichts. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber wir sind uns schon einig, dass wir dasselbe Nichts erlebt haben, oder? Keine Ahnung, was in deinem Kopf so vorgeht und was du so alles von der Welt wahrnimmst, aber bei mir war halt ziemlich langweilig und dann wollten wir was essen. Außerdem habe ich Frau Müller gequält. Mhm, okay. Ich habe Papierhüte gebaut. Das mag ein wenig albern klingen, aber ich denke... Bauen. Wow. Nein. Vielleicht das machen es. Spinner und da wir keine Spinner sind, bauen wir keine Aluhüte. Warum genau. Bist du gerade zu den Leuten gegangen und hast gefragt, ob du deren Cola trinken darfst? Erstens wollte ich das Bier. Und zweitens... Warum bestellst du dir nicht eigenes? Ich war albern. Und... habe... Deswegen, ich habe es mit Frau Müller übertrieben und habe das auf andere Personen projiziert. Das war sehr kindisch von mir. Ah ja. Mhm. Du hast einen Schuss. Das habe ich nicht. Es klopft. Ich zucke ein wenig zusammen, so unmerklich. Und gucke mich, guck darüber. Herein. Dort steht eine nette Dame Mitte 30 mit einem blonden Pferdeschwanz, einem Tablett, auf dem zwei Teller stehen und dein Eierlikör und das Bier. Oh, danke. Guten Abend, ich wollte Ihnen Ihr Essen bringen. Sehr freundlich von Ihnen. Sie geht zum Tisch, stellt es ab, legt euch auch eine Serviette und Besteck daneben und stellt auch die Gläser ab. Ich wünsche einen guten Appetit. Dankeschön. Sie geht wieder. Ach, bleibt dann aber an der Tür stehen, dreht sich um.
Alles in Ordnung mit Ihnen? Sie sehen ein bisschen blass aus. Alles gut. Ich habe ein bisschen Reisekrankheit, glaube ich. Alles gut. In Ordnung. Wenn etwas ist, sagen Sie einfach Bescheid, ja? Klar. Ich drücke dann einfach... Ach nee, die Gegensprecherlage ist ja kaputt. Soll ich in ein paar Minuten nochmal reinschauen? Um Gottes Willen, nein. Ich werde dann einfach das Geschirr vorbringen. Gut, wie Sie wünschen. Guten Appetit. Dankeschön. Sie geht und macht die Tür zu. Du wolltest was sagen? Nee. Auch wieder nichts? Nee, war dumm. Ja, essen jetzt. Ja, guten Appetit. Ich esse mein englisches Steak. Mit Genuss. Ja, also ich sag mal, das Steak hat jetzt nicht die Qualität, die du in einem hochklassigen Restaurant hättest, aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, auch die Beilagen sind in Ordnung. Die Kartoffeln, Bratkartoffeln, die dabei sind, sind halt nicht mehr ganz so taufrisch, wie sie es vielleicht mal bei der Zubereitung waren, aber es ist durchaus noch essbar. Ebenfalls wie der Salat. Mit einem gemischten Salat kann man im Regelfall wenig falsch machen. Die Zutaten da wirken einigermaßen frisch. Auch das Dressing ist in Ordnung. Und ja. Der alte Mann, ne? In welchem Abteil war der, den wir geweckt haben? Der war in dem Großraumabteil. Also das quasi von euch aus noch nach dem Speisewagen kam. Ich muss mir das nur kurz aufschreiben. Oh Gott, der Lieben sind so dumm. Sie hat uns vorhin gefragt, ob wir irgendwas Spezielles mitnehmen wollen. Und wir hätten halt einfach sagen sollen, eine Großpackung Diazepam. Hey Splatterin, ich habe selbstverständlich eine Großpackung Diazepam mit. Wegen meiner Schlafstörungen? Gelegentlichen Panikattacken? Gelegentlichen Panikattacken bezogen auf Insekten. Du wirst mir das nicht zugestehen. Das ist okay. Aber irgendein Schlafmittel würde vermutlich wirklich mit haben. Weil wegen Schlafrhythmus richtig reinkriegen, bevor man so einen Flug hat, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, was du durchaus mit haben könntest, ist sowas wie Reisetabletten zum Beispiel oder ein leichtes Schlafmittel. Ja, ein leichtes hier, sowas wie Dingens, ne? Ja. Weiß schon. Ach, Dingens. Na, wie heißt denn der Stoff jetzt gleich? Diphenhydramin. Nee, meinte ich ja nicht Benzodiazepin. Diphenhydramin. Ist auch gut gegen meine Pollenallergie. Ja. Gut. Ich überlege. Nee, ich mach das nicht. Ich esse. Alles klar. Wünscht ihr sonst noch etwas zu tun? Ja, ich wünsche ihm guten Appetit. erstmal werde ich essen. Da ich mich ja nicht mit ihm über das Nichts unterhalten kann, ist das ein bisschen schwierig. Ja. Ich check mal meine Ohrstöpsel, ob die wieder einen klaren Sound geben. Ja. Schön. Macht das Ganze noch viel besser. Hey, meine Ohrstöpsel tun wieder. Ist das nicht schön? Hat das bestimmt vorher nur einen Wackelkontakt. Bestimmt. Es ist ja schließlich nichts passiert. Du kriegst so ein richtig blödes Grinsen, so, von wegen so, Alter, wir müssen darüber reden, Grinsen, quasi. Oh, du bist gerade ganz kurz davor, diese Gabel in deiner Hand zu spüren. Ist dir das eigentlich klar? Wieso? Ich hab doch nichts gesagt. Wow, ich spüre schon, wie mein Arm sich bewegen will. Belassen wir es doch einfach dabei. Ich bin eine gute Saftschubse. Sobald du dein Mahl beendet hast, werde ich diesen Scheiß da vorbringen. Dann werde ich schlafen gehen. Ich hatte bestimmt sowas wie Willenskraft, oder? Warum? Worum geht es denn? Was möchtest du denn? Irgendeine aggressive Handlung gegen ihn am besten nicht ausführen. Entscheid selbst, ob du das machen möchtest. Du kannst auch einen Stabilitätswurf machen, wenn du das möchtest. Na, ist das, was man da macht? Es würde sich jetzt lohnen,
Du hättest okay. maximal 70, zieh dir so viel ab, wie du willst. Mist. Ja, er legt die Gabel mit minimal zitternder Hand neben seinen Teller, faltet die Hände. Mhm. Alles gut bei dir? Ja, es ist alles gut bei mir. Das ist schön. Mhm. Wollen wir miteinander sprechen? Gern. Ich habe vorhin in dieser Zeitschrift ein außerordentlich gutes Interview gefunden mit Daniel Craig. Sag mir nix. Ist blöd, Daddy, weil ich muss jetzt auch nachgucken, wer das ist. Das wirklich, das antwortet ja auch. Einfach so, sag mir nix. Mit so einer versteinerten Stimme. Ah, das war der neue James Bond. Oh, ich bin so gut. Top. Okay, ich meine natürlich cool. Alles cool. Ja. Es ging da um den neuen James Bond und seine Äußerung vom Änderung des Stils, was ja schon 100.000 Mal aufgegriffen wurde, aber hier war nochmal irgendwas anderes. Müsste ich nochmal lesen. Hat mich jetzt doch nicht so interessiert. Aber Foto war gut. Guck mal, der ist total alt geworden. Der sollte unbedingt mal was mit Gesichtspflege machen. Man muss frühzeitig anfangen. Ne? Wenn du das sagst. Ja. Mit 30 ist dann halt schon zu spät. Und? Kommt dir sonst nichts anderes in den Sinn? Ich glaube, ich habe mein Peeling vergessen. Das ist... Ich werde das kurz nachgucken. Er wird im Bad seine Kulturtasche auspacken und sich beherrschen davon, nichts durch die Gegend zu schmeißen. Ob ihm das gelingt oder nicht, wirst du selber am besten wissen. Es wird ihm perfekt gelingen. Er ist ein Mann von hoher Willenskraft. Er hat sein Peeling vergessen. Er hat was? Sein Peeling vergessen. Er hat sein Peeling vergessen. Das ist ihm absolut scheißegal. Aber es hat ihm die Möglichkeit gegeben, die Badtür von innen abzuschließen. Das ist richtig. Das ist richtig. Er wird sich die erste Pille schon jetzt einwerfen. Sagen wir mal 2. Das beruhigt. In 20 2. Minuten. Das sagen wir einfach mal. Da kann nichts schief gehen zusammen mit Alkohol. Oh, Moment. Abbruch? Das können wir nicht machen. Er ist ein Mann von Willenskraft und er will keine Ameisen unter der Haut. Also eine? Dann wird er noch 10 Minuten im Bad brauchen. Gesicht ins Wasser ins Gesicht und sowas. Ja, dann wird er wieder ausgehen. Ich hab's tatsächlich vergessen. Geht's dir wieder besser? Ja. Gut. Wollen wir uns ein bisschen unterhalten? Nein. Ich sehe, du bist fertig. Ich werde jetzt deinen Teller nehmen und dann gehe ich ins Bett. Okay, weil ich würde das gerne doch. Er nimmt das Zeug jetzt und geht. Ich weiß, ja, ich als er raus ist, fahre ich mir quasi mit den Händen, also mit den Fingern komplett durch die Hände und rauf sie mir ein bisschen durch die Haare. fahre ich mir quasi mit den Finger durch die Haare und rauf sie mir ein bisschen so von wegen so, was zum Teufel ist da gerade abgelaufen? Versuch das Ganze nochmal zu rekapitulieren, was da passiert ist. Es wird davon nicht weniger surreal. Nee, eben. Ich trinke mein Bier aus, geh ins Klo, mach die Tür zu und rauch mir eine. Das ist mir jetzt scheißegal. Ich werde jetzt nicht nochmal diesen Speisesaal raufen. Im Normalfall dürfte der Zug jetzt echt anhalten. Der Feuermelder geht an. Na super. Ja, ich mach die Zigarette aus. Ich hab ein Alibi! Der Zug hält. Sehr gut. Okay, wir haben festgestellt, also Bremsen funktionieren. Ich quasi spül die Zigarette runter. So als wenn ich da total unschuldig bin. Gibt's hier Raumspray oder sowas? Nein. Das wird nicht funktionieren. Du kannst so viel Raumspray nehmen, wie du willst. Haha. Ich zünde eine Zigarette, eine Streichholz
als Streichholz an. Das geht bei methanlastigen Gerüchen, aber nicht bei Zigarette. Das ist ja egal, da kann ich schieb das auf die. Ich schieb das auf die. Ich hab halt versucht, meinen Geruch zu übertünchen mit einem Streichholz. Beste, Alter, ich liebe dich. Hallo, diese Sprüche hat man ja oft genug im Flugzeug gehört von den anderen. Kennt man. Ich suche mir da die besten Sprüche aus dem Flugzeug raus, von den Passagieren, die da immer ertappt wurden dabei. Wie gesagt, der Zug hält. Es kommt auch eine Durchsage. Wir bitten alle Passagiere, den Zug zu verlassen. Bitte geraten Sie nicht in Panik und bleiben Sie ruhig. Wir werden das Problem schnellstmöglich aufklären. Ich bringe mein Tablett zur Tablettecke. Verlasse den Zug möglichst weit weg von unserer Kabine. Ja. Okay, das kann er nicht wissen, also auf dem nächsten Weg. Ja, nein, also die Leute, einige sind schon ein bisschen, aufgeregt, sagen wir es mal so, aber die Zugbegleiter scheinen das doch ganz gut im Griff zu haben, besonders da die einzelnen Personen jetzt hier keine unmittelbare Gefahrenquelle sehen. Wenn eine Dame ist, wirklich eine ältere Dame, ist etwas aufgebrachter und aufgelöster, aber die Zugbegleiterin, die neben mir steht, das ist übrigens Frau Müller, beruhigt sie auch und meint, dass sowas schon mal passiert sei und dass vermutlich nur jemand eine Zigarette im Badezimmer irgendwie angesteckt hat oder sowas. Sowas käme ab und an mal vor bei sehr uneinsichtigen Fahrgästen. Sehr gut, wieder Frau Müller ärgern. Traum. So, ihr verlasst den Zug. Und ich denke, hier können wir auch einen Cut machen. Danke, dass du uns im März in die Kälte schickst. Ich habe ein T-Shirt ja. Mit einem Männer-V-Ausschnitt an. Ja, so gut. Oh Mann. Der Zugführer hat gelogen. Er lenkt den Zug gar nicht. Der hat gesagt, ich lenke den Zug. Aber auf Schienen lenkt man nicht. Ich denke, das, der Sache, der müsste man auf den Grund gehen. Vielleicht nächste Folge. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es andere Sachen, die da vorrangiger sind, zum Beispiel weiter auszudiskutieren. Ob da jetzt, wie man damit verfährt oder also womit überhaupt. Also ich sehe immer noch im Wesentlichen ein zu sagen, dass also da war nix. Aber wird man sehen. Vielleicht kann Norbert ja irgendwie überzeugt sein. Ansonsten, das ganze Ding ist C4. Die Musik ist von R2 mit Through the Shadows auf dem Album Torn Mind. Bis zum nächsten Mal.